Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zum Achievement Run mit Hessen. Im letzten Part waren wir kurz davor, den Krieg zu erklären, was wir jetzt auch gleich machen werden. Wir greifen Nürnberg an und damit auch Böhmen, Mainz und Württemberg und haben hoffentlich auch wirklich Frankreich dabei, also dass sie auch wirklich mitkämpfen. Sonst ist dieser Krieg nämlich ziemlich sinnlos und ihr wollt mich verarschen, oder? Ist das euer Ernst, Steam? Are you serious? Come on, komm wieder her. Steam. Steam. Hey, hey Steam. Steam, komm wieder online. Gut, ja. Da ist es wieder. Steam ist wieder da. Alles gut. Und... ist Steam wieder da? Ja, Steam ist wieder da. Okay, sorry dafür, das kann passieren. Habt ihr ja schon mal gehabt. Das ist halt das Problem mit der Steam Cloud. Wenn Steam da mal so leichte Schwierigkeiten hat, hat halt auch das Spiel seine leichten Schwierigkeiten. Hoffen wir aber, dass es nicht gleich abbricht und dass es da bleibt. Und ich glaube, ich werde mir Ansbach doch direkt holen, wenn ich schon dabei bin. Frankreich kämpft mit, das ist schon mal gut. Ich bin übrigens offen für Armeen, die sich mir anschließen wollen. Geldern, komm mal her. Bei Fuß. Und Frankreich marschiert da zumindest mal Richtung Norden da unten. So. Ja gut, wir fangen einfach mal an, Mainz zu belagern. Und wir werden direkt angegriffen. Aber da unten kommt die französische Armee. Hoffen wir, dass sie schnell da ist. Ich meine, ich gewinne gerade sogar ohne sie, aber trotzdem. Oh ja. Oh ja, die Franzosen helfen. Sehr gut. Damit würde ich sagen, dass das Ganze ein sicheres Ding ist. Würde ich nämlich auch sagen, wenn wir schon dabei sind... Moment, Truppen zusammenführen, ihr kennt das Spielchen. Es ist ja nichts Neues. Damit kommen wir auch nochmal, können wir auch nochmal zwei ganze raus, finde ich gut. Das heißt, ich kann euch hier lassen, euch lasse ich woanders und ihr marschiert weiter. Euch schicke ich dann nämlich nach Württemberg runter. Beziehungsweise euch schicke ich nach Ansbach, weil das sind die beiden Provinzen, die mich gerade am meisten interessieren, wenn ich ehrlich bin. Und ihr marschiert weiter, um weiter zu kämpfen. Nämlich gegen die Armeen von Böhmen. In Österreich greift Lothringen an. Und die Franzosen laufen mir. Kommt ihr mit? Ihr Franzosen? Bitte? Ohne euch habe ich keine Chance gegen Böhmen. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Leute. Die marschieren nach Niederbayern, immerhin. Gut, belagern wir erstmal Nürnberg. Beziehungsweise. Da sind ja französische Armeen, sehe ich gerade. Dann greifen wir doch direkt mal Böhmen an. Und verstärken wir sie ein bisschen. Sie gewinnen es auch ohne uns, aber hey. Wir können uns ja mal sozial zeigen, so ein bisschen zumindest. Gucken wir mal, dass wir die Reste noch vernichten. Ah, gut, da kommt die erste französische Armee mit. Sehr gut. Vernichten wir sie. Leute. Gut. Ich wollte mich gerade verarscht fühlen, weil ich alleine da angekommen bin. Ohne Verstärkung. Aber okay. Es ist ja nochmal alles gut gegangen. Aber das sind fast schon die letzten Truppen. Also die haben echt nicht viel. Von daher gefällt mir die Lage doch eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch belagern vernünftig. Ich meine, das sind fast alles. Das ist fast alles, was sie haben. Dann habe ich hier dabei Friesland. Ich glaube, Friesland kriegt eine extra Provinz, die belagern sollen. Genauso wie... ja, Friesland geht mal hier hin. Damit nicht alles in einer Provinz belagert, Leute. Ihr wisst schon, Effizienz und so. Geht hier mal mit runter, Friesland? Anscheinend nicht. Die wollen anscheinend hier stehen bleiben. Aber hey, Frankreich hat gerade Armagnac annektiert. Das ist natürlich auch interessant. Frankreich wird jetzt nach und nach die ganzen Vasallenstaaten, die sie noch haben, annektieren. Ich dürfte, wenn ich das richtig sehe, sind es gerade noch vier. Wir haben Orléans. Wir haben Bourbonnais, Auvergne und Foix noch. Gut, dann belagere ich mal weiter. Sachsen ist jetzt noch etwas interessanter geworden, da ich das die Thüringen annektiert haben. Ach du Scheiße, es geht schnell hier unten, sehe ich gerade. Gut, belagern wir mal einfach mal Nürnberg. Aber Leute, die Verstärkung brauche ich hier gerade nicht. Ihr könnt ruhig woanders hin marschieren. Und euch um andere Dinge kümmern. Also die Belagerung geht klar. Kümmert euch lieber um die eine große Armee, die die noch haben. Während ich einfach mal bei ein paar Nachbarstaaten schleime.
Völlig egal bei welchen. Einfach nur Schleim. Einfach damit meine Diplomaten beschäftigt sind. Meins haben wir fast. Ich werde auf jeden Fall auch Böhmen einiges abziehen. Ich werde ihn nämlich einerseits schwächen und ihn Bündnispartner nehmen. Das sind meine Ziele für diesen Krieg. Württemberg kann ich theoretisch schon rauskicken. Mache ich auch gleich, sobald der erste Teil vorbei ist. Also sobald der Monat vorbei ist und ich den Diplomaten abziehen kann. Ich hätte ihn natürlich auch früher abziehen können, aber hey. Und ich muss gerade mal was nachgucken kurz. Ihr habt jetzt wahrscheinlich kurz Audacity gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss das Programm nämlich gerade mal vorschieben, damit ich meine Uhr im Blick habe. Das habe ich hier gerade wegen Steam nicht gekonnt. Beziehungsweise muss ich ja gerade wegen Steam ändern. Ja, haupt nehmen wir die nationalen Unruhen. Wir kommen klar. Kommen wir mit sowas von klar. Da ist alles bestens. Ansonsten... Diplomat, komm her. Und geh nach Württemberg. Los. Talk to them. Und ich könnte verlangen, dass sie Provinzen abgeben, ist mir aber relativ egal. Ich will einfach nur ein bisschen Geld haben von denen. Das ist für mich nämlich viel, viel interessanter. Von daher, tschüss, Württemberg. Ich kann ja mit euch schon mal verhandeln, was ich haben will, nämlich Mainz und Ansbach. Außerdem, ja, wobei, will ich Ansbach? Ich weiß es nicht. Ansbach führt mich halt direkt nach Nürnberg dann. Auf jeden Fall müsste die beiden Provinzen abgeben, das ist klar. Kriegsreparation nehme ich wahrscheinlich noch. Von Böhmen will ich dann, wenn es soweit ist, dass ihr Schlesien entlasst und die Bündnisse aufbrecht. Vor allem mit Pommern und Polen. Dann nehme ich Nürnberg, nehme ich doch direkt das Bündnis mit Böhmen. So. Das sind die Friedensangebote, die ich schließen werde wahrscheinlich. Das heißt, wir lassen uns einfach laufen. Ich glaube, Truppen haben sie nämlich keine mehr. Oder haben die noch irgendwelche Soldaten? Ne, die haben gar keine Männer mehr. Das ist das Schöne. Das heißt, jetzt wird einfach wie üblich abgewartet. Bis wir durch sind, bis wir alles belagert haben. Österreich, Moment. Lothringen tritt Luxemburg ab und Württemberg tritt Konstanz ab. Okay. Österreich erobert wieder fleißig. Die Stärken, die fressen sich schon wieder voll. Das merkt man. Die holen sich ihr Zeug wieder. Und ich habe eine weitere Idee. Machen wir uns mal auf den Weg zu den religiösen Immigranten und holen uns die jungen Köndinen. Erholungsgeschwindigkeit der Mannstärke plus 20% ist sehr angenehm. Moment. Ich war schon... Achso, die hatte ich schon nicht. Regimentskosten minus 10. Gut, ich habe einfach nur falsch geguckt. Wir waren schon eine Idee weiter. Ups. Ich war's nicht. Das kann passieren. Lasst mich. Böhmen schickt uns Angebote, aber die werde ich mit Sicherheit nicht annehmen. Weil es ganz sicher nicht das ist, was ich haben will. Deswegen werde ich einfach gekonnt ignorieren. Die Belagerungen sind ja bald durch. Ich meine, wir sind bei allem mittlerweile im positiven Bereich. Das heißt, 5 Provinzen werden noch belagert und das dauert nicht mehr lange. Das dauert jetzt noch 2-3 Monate wahrscheinlich. Die nächsten Provinzen haben wir. Fehlen noch 3. 2. Nein, nein, nein. Ich nehme eure Angebote nicht an. Lernt es. Akzeptiert es. Und marschiert nach Potsdam. Da brauche ich im Moment am ehesten Truppen. Das ist nämlich die einzige Provinz, in der ich gerade Unruhen habe. Und damit sind wir durch. Wir haben alle Belagerungen gewonnen. Böhmen, komm her. Ihr seid als Erster dran. Von euch will ich immer noch, dass ihr Schlesien entlasst. Ich will, dass ihr eure Bündnisse aufkündigt. Und ich will ein bisschen... Ach du Scheiße, ich könnte den viel Kohle abnehmen. Ich will aber nur ein bisschen was. Wenn ich schon dabei bin, nämlich. Nummer 1 ist raus. Und... Kann ich euch eigentlich vasalisieren? Es könnte bald was werden. Nicht mehr. Ich werde mich auf jeden Fall mit ihnen verbünden mal. Und mit euch werde ich, glaube ich, wirklich genau diesen Frieden jetzt schließen. Weiter hole ich hier Ansbach oder entlasse ich sie? Ich weiß es nicht. Aggressive Expansion und so. Das ist schwierig. Ich krieg sowieso keine Vasallen. Moment, Angebote entfernen. Wir entlassen Ansbach als eigenständige Nation. Gebt die Provinzen zurück. Mainz will ich trotzdem noch haben. Kündigt euer Bündnis mit Böhmen auf. Und ich nehme noch ein bisschen Geld. So.
Dann habe ich nämlich jetzt einen guten Frieden. Dann muss ich leider die Mission abbrechen, weil die werde ich nicht kriegen. Nicht, ja, zumindest nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre. Aber gut, Anspruch auf Mainz wird sofort, was ist denn Anspruch? Kernprovinz wird sofort gemacht. Ich habe weitere Fortschritte in dem Punkt erreicht, das ist gut. Wir haben nämlich Nürnberg den Krieg erklärt und ihnen Provinzen abgenommen. Das heißt aber, sie werden gleich keine gültigen Rivalen mehr sein, weil eine Provinz eben. Das würde mich sehr wundern, wenn die damit gültige Rivalen wären. Aber das Schöne ist, wir können jetzt sowohl Friesland als auch Geldern annektieren und beginnen damit auch gleich. Bis im September sind sie fertig. Ja, das geht so ziemlich schnell. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Wie lange dauert es noch, bis ich den neuen Rivalen kriege? Jetzt kriege ich den neuen Rivalen. Okay, Nürnberg nicht länger gültiger Rivale. Das heißt, Böhmen, England, Hanse, Ungarn, Venedig. Venedig macht keinen Sinn, England auch nicht wirklich. Also entweder Böhmen oder Hanse eigentlich, weil Ungarn auch noch einen Ticken zu weit weg ist. Ich glaube, momentan werde ich echt... Der Böhmen dauert noch eine Weile, bis ich damit was machen kann. Das heißt, wir nehmen einfach mal die Hanse. Aber danke an Frankreich für diese freundliche Unterstützung. War sehr nett, war sehr nützlich. Und ich habe es gerade richtig gesehen. Österreich hat sich mit Polen, mit Brandenburg verbündet. Mist. Egal, kann ich nichts gegen machen. Wir warten die vier Monate noch ab. Die vier, fünf Monate, bis wir die Annexion haben. Bis wir neue Truppen haben. Und dann wird weiter geplant. Wer ist eigentlich der neue Kurfürst? Okay, es gibt noch keinen. Aber falsch stimmt für mich. Koalitionskarte ist... ja, schon kritisch, kann man sagen. Aber noch im... ja gut, im grünen Bereich sind sie nicht. Und Lüttich ist der neue Kurfürst. Da habe ich mir genau den richtigen ausgesucht zum Schleimen vorhin. Und Namur ist unabhängig. Hennegau ist unabhängig. Warum das denn? Gut, soll mir recht sein. Ich werde mich mit ihnen anfreuen. Kann ich sie vielleicht vassalisieren und annektieren? Ich weiß nicht. Und oh, neuer Herrscher. Wilhelm II. Von Hessen ist der neue Herrscher. Wir haben noch keinen Thronfolger. Das ist immer blöd, wenn man keinen Thronfolger hat. Das heißt aber für uns eigentlich nur Stabilität erhöhen momentan und weiter nichts, weil wir mehr nicht machen können. Polen möchte eine Staatsehe, Pfalz will eine Staatsehe, also Polen auf jeden Fall, also auf jeden Fall, Pfalz, ja gut, Pfalz mag mich, Pfalz nehme ich gerne. Und mit Pfalz werde ich auch noch eine Weile befreundet sein, denke ich mal. So, jetzt noch einen Monat oder sind sie jetzt schon fertig? Ja, das ist immer so ein bisschen komisch, es versteht zwar auf 100%, aber es dauert noch bis zum nächsten Monat. Aber ey, dann kriege ich eine ganze Menge neue Truppen. Wuhu! Und zack, 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 zack. Ziehe ich euch erstmal alle zusammen. Ich habe weitere Seeprovinzen und Holländisch wird wahrscheinlich gleich akzeptiert werden. Hoffe ich zumindest mal. Das wäre ziemlich cool, wenn das passieren würde. Ansonsten werde ich jetzt mal gucken. Namur, bzw. Hennegau, minus 61 durch annektierte Mitglieder des Reiches. Ja, okay, ist klar. Dann Lüttich. Ja, ich werde mit Lüttich und Hennegau schleimen wahrscheinlich. Beziehungsweise Ansbach ist ja auch noch dabei. Ansbach bietet mir sogar schon das Bündnis an. Perfekt. Ansonsten geht, glaube ich, gerade nicht allzu viel. Weder Augsburg noch Ulm wird da irgendwie was annehmen in der Hinsicht. Von daher, nächstes Ziel. Gut, Magdeburg können wir vergessen. Ja, ich freue mich einfach mal weiter mit Aachen an. Wobei, geht nicht. Freue ich mich weiter mit Hennegau an. Das passt auch. Utrecht hasst mich nämlich auch für die Pest, von daher... kriege ich Holländisch jetzt als akzeptierte Kultur eigentlich? Sieht nicht so aus, aber beinahe hat die Koalition gegen uns verlassen, das finde ich gut. Und Ansbach kriegt gerne eine Staatsehe. Ich würde sagen, wir werfen einen kurzen Blick auf die Statistik. Holländisch, Holländisch, Holländisch. Da haben wir Holländisch, 13,7%. Das heißt, wir würden auf jeden Fall noch gegen Österreich kämpfen müssen, bevor wir alles akzeptieren. Nee, muss nicht sein. Und, oh, ich sehe gerade, wir haben einen zu viel gerade. Kicken wir den mal raus. Entdeckung von Kongo-Bucht. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Bringt mir nämlich nicht besonders viel. Oh, und ich sehe gerade, wir haben natürlich auch noch Flotten neue dazugekommen. Das ergibt natürlich auch Sinn. Wir haben die Handelsflotte hier, wir haben die Handelsflotte hier, die ich einfach mal dazu schicken werde. Und die Transportflotte. Also die eine Kogge, ist ja keine Flotte. Ist ja nur ein Schiff.
bleibt einfach mal hier. Wie hoch stehen die Chancen, dass Lüttich für mich stimmt als Kaiser? Es geht sogar. Es könnte funktionieren. Dasselbe gilt für die Pfalz. Das heißt, wir warten einfach mal ab. Ansbach. Voll Unterstützung. Ein Verteidigungskrieg. Perfekt, dann helfe ich euch gerne. Und ihr Pech, ihr kriegt gar nichts von mir. Sachsen und Magdeburg. Oh, besser könnte es in dem Punkt nicht sein. Ich glaube, Magdeburg werde ich militärisch vasalisieren. Einfach, weil ich es kann. Oder, na, ich muss gucken. Mal schauen, was wir machen. Erstmal bildet sich die Koalition weiter aus. Aber wir hauen erstmal Magdeburg weg und dann gleich die sächsische Armee. Helfen wir unseren schönen neuen Verbündeten doch gleich mal. Machen uns doch direkt mal super beliebt und so. Und ihr bleibt da. Ihr marschiert runter. Das könnte zu kurz gewesen sein. Dass es jetzt schon zum Kampf kommt, könnte kritisch enden. Komm schon. Das schafft ihr noch. Ach, crap. Gut, dann marschiert ihr auch nochmal mit. Dann gewinnen wir gleich das Ganze. Weil wenn ich ein bisschen vorsichtig bin, sind wir auf jeden Fall stärker. Wenn ich ein bisschen aufpasse. Aber irgendwie fühle ich mich ja so dezent gehasst im Moment. Total unverständlich wahrscheinlich. Ich meine, ich hab ja nicht das halbe Reich in der Koalition gegen mich oder so. Nein, niemals. Aber gut, greifen wir gleich an. Schutz vor Österreich. Vergesst es. Anspruch auf Holland. Vergesst es gerade nicht. Falls für mich stimmen... Ich will gerade leider nichts werden. Dafür mögen sie Österreich zu sehr. Leider, leider. Okay, ich warte hier nochmal ein bisschen. Der englische Schweiß breitet sich in Hessen aus. Ach ja, die Krankheiten nach Feinden zu benennen. Kennt man ja. Eine ansteckende Krankheit, die Bauern, Geistliche, Händler und Adlige schon Stunden nach der Infektion tötet, verbreitet sich schnell in eurer Hauptstadt. Überall sterben die Menschen und Massenpanik macht sich breit. Wir können fliehen, bezahlen wir mit Stabilität, wir können mit Geld bezahlen oder mit diplomatischer Macht. Bezahlen mit Geld, weil wir davon am meisten haben im Moment. Das ist nicht mal eine komplizierte Entscheidung, das ist ganz simpel. Gut, ich werde es noch nicht mal angreifen. Ich gehe einfach in die Altmark und belagere selber. Sollen die doch in die Offensive gehen. Und hey, wir haben einen neuen Thronfolger, der schon wieder Wilhelm heißt. Aber der von Stats her mal besser ist. Wir entdecken die ganzen Provinzen, die uns nicht interessieren, weil wir nicht kolonisieren werden. Hey. Welche Mission haben wir? Das waren die. Die ganzen, die mich eben schon nicht interessiert haben. Gut, dann wird erstmal Magdeburg belagert, weil die kriegen, wenn wir die aus dem Krieg raus haben, ist die Hälfte der Armee fast schon weg. Die Belagerung von Anhalt jetzt eben verloren, aber gut, damit kann ich leben. Mainz wird als Teil unseres Besitzes angesehen. Sehr schön. So und nicht anders. Problem ist, es sieht so aus, als würden die schneller sein als ich. Kann mein General eigentlich irgendwas in Sachen Belagerung? Ah, gut, wir haben die Mauern durchbrochen, das ist gut. Perfekt. Das heißt, es läuft. Wir haben gute Chancen. Wir müssen aber die Provinz vor denen erobern. Sonst haben wir ein Problem. Weil sonst werden sie Frieden schließen und Ansbach annektieren. Komm schon. Die können es jetzt noch nicht schaffen, aber in der nächsten Runde theoretisch. Los, meine Armee, ihr schafft das. Polen, die Stadt ist vorüber, weil der Herrscher gestorben ist. Komm schon, bitte, 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 bitte. Dick, komm schon, schneller. Litauen und Wait, what? Die Personalunion ist vorbei. Polen hat die Personalunion verloren. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt oder nicht, aber Polen ist nicht mehr in der führt keine Personalunion mehr mit Litauen an. Ich glaube, auf der einen Seite sind es halt meine Verbündeten, aber ja, gut, wir haben auf jeden Fall diese Belagerung gewonnen. Und Magdeburg ist damit nämlich raus aus dem Krieg. Das Problem ist, sie hätte diesen Frieden nicht schließen sollen zu diesem Zeitpunkt. Hm? Aruma Zwarte Hoop. Unzufrieden mit dem Verhalten unserer Truppen in der Region, haben die Bauern von Friesland zu den Waffen gegriffen. Von Söldner unterstützt, hatten diese Aufständischen an Land nur begrenzten Erfolg. Auf See gelangen ihnen jedoch bereits einige überraschende Manöver. In der Tat sind die Aufständischen ebenso sehr Piraten wie auch Soldaten.
Und wenn wir dies nicht beenden, dann wird die Schifffahrt darunter leiden. Gut, da werden wir uns dann als nächstes drum kümmern. Und du beeilst dich bitte. Die werden nämlich gleich den Frieden schließen. Und ich will Ansbach nicht an Sachsen verlieren. Das ist wichtig, dass wir Ansbach nicht an Sachsen verlieren. Sehr wichtig. Das ist nämlich unser Schlüssel zu Nürnberg. Und ich will diese Provinz haben. Komm schon. Durchbrech doch die Mauer, dann kann ich einen Angriff starten. Weißt du was? Ich weiß, wie ich es mache. Ich lasse nämlich die zwei da, wie üblich, und greife mit dem Rest einfach mal die Sachsen an. Komme ich von Thüringen? Jawohl, ich komme von Thüringen da rein. Aha. Zum Angriff! Wir haben anderthalb mal so viele Männer wie die. Und die haben Kanonen dabei, die ihnen nichts bringen. Und wehe, ich verliere das. Gut, wir gewinnen. Oldenburg hat sich der Koalition angeschlossen, okay. Hennegau kann ich nicht mehr weiter schleimen. Schade natürlich, aber okay. Muss ich wohl mit leben? Können wir sie vernichten? Ja, gut. Krieg gewonnen. Alles bestens. Jetzt haben sie keine Chance mehr. Zack. Moment, nein, stopp. Ihr bleibt da. Außerdem machen wir es so. Machen es so. Ja gut, egal. Die werden beim nächsten Friedensdingens dann... Die werden bei der nächsten... In der nächsten Instanz werden es mehr werden. Und wir belagern sie jetzt einfach mal komplett schon mal. Sollte das reichen? Dann gewinnen wir nämlich sogar gegen Sachsen. Vielleicht kriege ich ja Thüringen dadurch. Wer weiß. Vielleicht entlassen sie auch Thüringen in die Unabhängigkeit. Das würde ich nämlich noch mehr feiern, wenn ich ehrlich bin. Weil da stünden die Chancen auf Vassalisierung vielleicht gar nicht mal so schlecht. Auf der anderen Seite, wir haben keine diplomatischen Ideen mehr. Das heißt, wir können endlich auf die Technologie gehen. Machen wir auch gleich mal. Ja, das bringt uns alles nicht wirklich was gerade. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Krieg schnell hinter uns bringen. Und uns dann so schnell wie möglich um die Nationalisten kümmern. Ich schicke mal noch ein paar Diplomaten. Württemberg könnte eigentlich interessant sein. Ich schleim mal ein bisschen bei denen. Die ganzen Nationen hassen uns gerade so sehr wegen dem unrechtmäßigen Territorium im Reich. Also müssten wir uns eigentlich schon fast mal gegen Dänemark wenden, weil die keine Reichsprovinzen haben. Oder zumindest nur wenige. Aber die sind auch mit Moskau verbündet. Warum? Warum sind die mit Moskau verbündet, die Idioten? Weitere Nationen der Koalition gegen uns. Ne, ich merke schon. Die wollen mich loswerden. Aber gut, ich kann es hier nicht verdenken. Nationalismus in Friesland, das gefällt mir nicht. Auf der anderen Seite Admin-Tech, neue Stufe. Das gefällt mir sehr gut auf der anderen Seite. Ah, neue Ideen. Neue nationale Entscheidungen. Nämlich den Uniformitätsakt, der uns ein bisschen Nahstärke plus 1 bringt und keinerlei Nachteile. Ich liebe dieses Ding. Und den Weihbischof-Akt, der uns ein bisschen Geld kostet und dafür den Stabilitätskostenmodifikator senkt. Den lassen wir noch sein, aber den hole ich mir später auf jeden Fall noch. Weil normalerweise ist die Admin-Tech halt wirklich wichtiger als Geld. Und der Herrscher von Frankreich ist gestorben. Gut, Staatsehe, gerne, sind wir dabei. Ich mag euch ja, meine Französen. Zumindest in diesem Spiel. Ausnahmsweise mal. Aber eins muss man sagen, die Franzosen sind gute Verbündete. Die sind eine der nützlichsten Nationen in diesem Spiel. Es dauert zu lange, ich muss mich um die Rebellen kümmern. Bevor die hier ihren Scheiß durchsetzen. Ja, gewinne zeitlich gestaffelt kassieren, lieber das. Moment. Gut, die 56 Monate noch. Sollte reichen von der Zeit her. Ups, ich sollte auch weiterlaufen lassen. Kluges Turm, du mal wieder. Habe ich eigentlich jetzt Zeit? Nein, ich habe keinen Kardinal. Und wir haben die Belagerung von Anhalt gewonnen. Eine Provinz schon mal weniger in der Hand des Feindes. Kann ich irgendwo vielleicht Truppen abziehen gerade? Kann ich. Komm schon, gib mir diese Truppen. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Du bist 2000, du bist 2000. Und hier kann ich noch einen abziehen. Gut, ich werde aber auf jeden Fall warten müssen, bis ich noch ein bisschen was an Belagerung gewonnen habe. Sonst reicht es, glaube ich, nicht.
Oder wie viel haben wir jetzt hier? Ja, wir haben nur 8000. Vor allem, wenn sie jetzt alle zusammen in einer Provinz stehen. Dann wird es nicht reichen. Damit haben sie auch Geldern. Wie lange brauchen sie jetzt noch? 60 Monate, okay. Gut, warten wir ab. Wir müssen die Sachsen weiter erobern. Mehr können wir nicht machen. Ich brauche meine gesamten Armeen, um gegen die Nationalisten davor zu vorzugehen. Hilfe! Tumlo, lernt sprechen. Gut, der Part geht schon wieder eine Weile. Das heißt, ich denke mal, nach diesem Krieg und nachdem wir die Rebellen zurückgeschlagen haben, setze ich dann erstmal wieder einen Cut. Belagerung von Thüringen ist gewonnen. Bestens, wir machen Fortschritt. Kommt schon. Ihr seid alle ziemlich hoch von den Prozenten her. Macht was draus. Ich hätte gerade fast die falsche Nation abgezogen. Die falsche Armee. Beide bei 35%. Jetzt beendet's. Sachsen haben wir. Komm schon, Bamberg. Los, los, los. Ihr schafft das. Go, 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 go. Und... ah, okay. So geht's auch. Sachsen tritt Thüringen an Hessen ab. Wir haben... okay, wir haben Thüringen bekommen. Und Würzburg ist unabhängig. Würzburg ist unabhängig. Das ist natürlich auch eine Option, wenn ich vasalisieren könnte. Bye, bye, Württemberg. Wir sammeln uns jetzt mal hier in Westfalen gerade. Hallo, Würzburg. Ich glaube, ich verbünde mich sogar direkt mit ihnen. Mein Ansbach wird gleich vasalisiert. Damit brauche ich den Diplomaten auch nicht mehr hier und kann ihn auf andere Dinge ansetzen. Wie zum Beispiel auf Würzburg. Moment. Komme ich an die Provinz irgendwie ran? Nein, komme ich nicht. Ich muss die Flussüberquerung machen. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Sieht gut aus. Ja, die Staatsehe nehme ich gerne an und ich schicke euch auch gleich mal einen Diplomaten rüber, der ein bisschen die Beziehung verbessert. Ansonsten müssen wir mal weiter die Beziehung mit der Altmark gucken, was passiert. Und ja, wir warten ab. Staatsehe mit Polen bleiben wir dabei. Die sind weg. Bestens. Machen wir es jetzt so und belagern wir sie einfach. Dann haben sie nämlich keine wirkliche Chance mehr. Gut, damit haben wir einige Probleme gelöst. Aber ich würde sagen, bevor wir die Belagerung jetzt fortsetzen und einfach nur beim Belagern zuschauen, setze ich an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir haben jetzt ja gerade Thüringen erobert. Uns fehlen damit nur noch Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg und Nürnberg. Wir werden gleich noch Würzburg vasalisieren dann. Und im nächsten Part dann beide... also im nächsten Part, was werden wir machen? Wir werden Ansbach und Würzburg annektieren. Wir werden höchstwahrscheinlich Nürnberg erobern. Brandenburg vielleicht, also Nürnberg mit höchster Wahrscheinlichkeit, den Rest muss ich mal gucken, wie ich weiterkomme. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir, wie es beim nächsten Mal weitergeht und bis zum nächsten Mal. Und ich sage viel zu oft bis zum nächsten Mal. Egal, ciao!